Und damit moin moin und herzlich willkommen am Sonntagnachmittag zu Kaffeekuchenköbel schauen mit Hardcore Colonization. Ich hoffe, ihr habt ein leckeres Heißgetränk eurer Wahl und ein hochkalorienhaltiges Sahnestückchen irgendwo in der Gegend liegen. Und ich sag als allererstes mal Hallo an den Mickey, an den TJ, den Dajin, den Emojack, den Neo Kerman, den Thorsten, Mainz, den Zero Desois, den Senfsoße, Ajuna, Rilo Fly, den 27 Joker 10 und den Cruiser Alexa und den Prius und natürlich an alle, die sonst noch so mittlerweile da sind. Zum Beispiel den Juster 2012. So, was machen wir heute Schönes? Wir machen heute ein bisschen weiter mit unserer ganzen Kolonisierungsgeschichte. Wir arbeiten uns weiter auf das Datum hin. Griffin, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Dankeschön, Ajuna, für deine Subscription. Jetzt schon der vierte Monat und nicht zu vergessen, da war nämlich jemand ungeduldig während dem Vorspann. Der liebe TJ Kerman hat sein Abo auch für drei Monate jetzt schon verlängert. Vielen lieben Dank euch beiden. Ganz viel Spaß weiterhin beim Zugucken. Und genau, wir nähern uns der Mission to Duna. Wie ihr hier sehen könnt, wir haben noch 142 Tage, bis wir den Einflussbereich von Duna erreichen werden. Solange toben wir aber noch ein bisschen in der Gegend rum und erfüllen Verträge und sammeln Geld ein und vielleicht auch ein paar Forschungspunkte. Mal gucken. Was haben wir denn aktuell aktiv zu tun? Das ist einmal... Das muss ich unbedingt noch machen, das habe ich irgendwie, also so in den nächsten 3,5 Jahren muss ich das unbedingt mal machen, da habe ich ja irgendwie ein bisschen versagt. Schwierig, das können wir mal einplanen, sobald wir vor Ort bei Duna sind, hat aber 25 Jahre Zeit. Das müsste theoretisch schon laufen, wir bauen schon Ohr ab auf Minmus. Da müssen wir gleich mal gucken, ob die Basis zählt. Das wird da passieren, das wird da passieren. Das habe ich falsch ausgesucht. Wir müssen irgendwann mal eine Live-Support-Expansion rüberschicken. So, und dann gucken wir mal, was wir mit den zwei freien Slots anfangen können. Ganz viel Basiskram. Suitable Location. Wo will er denn eine neue Location? Nein. Nicht noch eine Mondbasis. Supply Run zu Minmus Base. Das könnte tatsächlich sinnvoll werden. Was muss er da mitbringen? At least 10 Units Supplies. Na gut. Und Science Data from Surface of Minmus. Na, das klingt doch einfach. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist ja gratis Geld. So, was haben wir hier noch? Scan of the Moon. Map 6 Androids Endangering Kerbin with Sentinel Infrared Telescope. Na, noch nicht. Na. Wir könnten auch mal wieder was Touristisches machen. Oder wir lassen den Slot einfach frei und warten auf was Gutes. So, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben letztes Mal nämlich das Shuttle in Betrieb genommen. Da hat sich herausgestellt, dass meine Größe der Dockingports, die ich da so verwende, nicht besonders schlau gewählt war. Denn ich habe an der Kerbin Space Station erstmal gar keinen normal großen Dockingport. Da werden wir jetzt mal kurz einspringen müssen. Vielleicht mal einen kurzen Blick hier drauf. Also, die Minmus Base Alpha hat 93 Tage und ziemlich lange. Also, das sollte alles gut aussehen. Moonbase Bravo produziert auch ein bisschen Essen, sollte auch nicht super kritisch sein. Und der Rest, ja gut, hier Moonspace Station haben wir halt in 140 Tagen. Also, bevor wir die Duna-Mission machen, müssen wir noch eine Crew-Rotation für die Moon Base oder für die Moon Space Station einplanen, auf jeden Fall, dass wir die Leute dann nach Hause holen und neues Personal abliefern. So, und jetzt ist gerade das Thema der Viper. Der hat für 167 Tage Supplies. Ach, stimmt, weil er alleine drin sitzt, ne? Die konnte ich nämlich nicht andocken. Das ist ja unser Transport-Shuttle. Das war nicht ganz zu Ende gedacht. Da hätte ich vorher mal gucken sollen und Dockingports mitnehmen. Aber es gab einen schönen Kommentar auf YouTube. Wir könnten erstmal einen der kleinen Dockingports von der anderen Seite umbauen. Temporär an das Shuttle ran. Um es erstmal festzudocken. Damit wir dann von dort starten können. Das fand ich gar keine so schlechte Idee. Jetzt muss ich nochmal rausfinden, wie weit ich mich schon wieder weggetüdelt habe von der Station. Ich hatte das Gefühl, dass ich näher dran war. Scheinbar ist das nicht der Fall. Irgendwas ist da. Da. Ah, nur die falsche Richtung erwischt. Sehr schön. Okay. Zero Dissos, war deine Idee. Okay, wunderbar. Ihr seht, ich lese die Kommentare. Ihr seht, ich lese sie.
Gut, die Überlegung wäre jetzt folgende, dass wir mal zu der Station gehen. Hier ist bestimmt irgendwo ein Ingenieur verfügbar. Der Hastur. Ah, Hastur, dich habe ich doch auch schon gesehen. Hallo Hastur, du kriegst jetzt einen Außeneinsatz heute mal. Ups, wo bist du denn? Da. Dein Werkzeug hast du leider nicht mit dabei. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir irgendwo ein Werkzeug für dich finden. Wenn ich Hasto wäre, hätte ich mein Werkzeug gelagert. Hasto, wo hast du dein Werkzeug? Warum ist das nicht sauber in deiner Hand? Warum nicht? Okay, da ist es nicht. Jetzt beginnt hier wieder die große Suche. Ob wir irgendwo. Nope. Irgendwo einen Schraubenzieher haben. Wir hatten hier oben schon Werkzeug. Das Problem ist nur, manchmal verschwindet es, wenn man in die Kapsel einsteigt. Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber wir können ein bisschen mehr Licht machen, ne? So. Kann man gar nicht anschalten von hier aus. Machen wir das doch von hier aus. Lights on. So. Schließlich haben wir ja dafür das Licht angebaut. So, jetzt gucken wir mal. Irgendwo wird hier schon ein Schraubenzieher sein. Hoffe ich inständig. Das wäre sonst echt ärgerlich. Richtig ärgerlich. Sehr schön, genau. Der Moment, wo du im Weltall bist und merkst, oh shit, ich habe meine Werkzeugtasche beim Klogang abgelegt und auf Körben vergessen. Sehr schön. Nun ja, ich habe so das ungute Gefühl. Hätten wir denn sonst noch die Möglichkeit? Eigentlich nur da. Im Labor noch. Ich habe so das ungute Gefühl, dass der Schraubenzieher vom Modul geschluckt worden ist. Dann wird das mit dem Umbauen erstmal nicht so einfach. Leider. Wird das nicht klappen? Na gut. Schade, aber kann man jetzt erstmal nichts tun. Gut, weitere Randnotiz. Wir brauchen wohl Werkzeug an der Kerbin Space Station. Das geht ja auf Dauer so nicht. Arbeitsmäßig. Ah, Gott sei Dank. Gott. Sei Dank. Warum auch immer unser Mediziner den Schraubenzieher gebunkert hat, er hat ihn gebunkert. So, jetzt weiß ich noch nicht, ist das ein Construction Port? Nee, ne? Ein Klempotron Docking Port, alles klar. Puh, im letzten Moment, ich wollte gerade aufgeben, stellt sich doch raus, da hat noch jemand einen Docking Port versteckt, ein Docking Port, einen Schraubenzieher versteckt gehabt. Das ist jetzt aber unser größter Schatz, den müssen wir echt gut bunkern. Dass der nicht verloren geht. Am besten geben wir dem wieder Medic, damit ich es bis nächstes Mal wieder vergessen habe. So, Tool needed. Jawohl, nimm es doch in die Hand. Total gut. Zack, zack. Und jetzt steck ihn ein. Jawohl, auch das geht. Sehr schön, dann. Das ist ja erschreckend einfach. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir so ein. Ich würde vorschlagen, für den nächsten Einsatz bringen wir hier so einen Außenspind mal mit, den man anbauen kann. Dass man von außen das Werkzeug auch lagern kann, weil diese Sitzplätze sind halt ein bisschen gefährlich. Das Phänomen hatten wir jetzt nicht erst einmal, dass wenn man dort Sachen reinlegt, die manchmal verschwinden, vor allen Dingen dann, wenn man Crew-Transfers und solche Späße macht, was ja jetzt in Stationen fast nie vorkommt, dass man Leute von A nach B verschiebt. Genau, da sollten wir mal so einen Außenspind machen, dann können wir da alles
alles reinlegen, diese kleinen schwarzen. Also bei den neueren Gefährten habe ich das ja eigentlich auch immer an den Stationen dran. So, und ich würde das jetzt einfach so machen. Ich habe hier nämlich einen schönen Indikator, wo der Dockingport hin muss. Den baue ich da jetzt einfach an. Och, und dann steige ich hier ins Flugzeug ein und lasse mich nach Hause fliegen, oder? Ich meine, warum sollte ich mit dem Jetpack zurück, wenn ich das mal als Ingenieur beurteilen darf, wie hier gedockt wird? Ah, jetzt, ich war nicht nah genug dran. Zack. So. Das ist dran, würde ich sagen. Und das ist mittig genug dran, dass man damit arbeiten kann. Dann machen wir das nämlich erstmal so. Das fand ich eine schöne Idee, weil dann tüdelt das nicht alles in der Gegend rum. Und wir haben nicht das große Problem, dass wir nachher das Flugzeug wieder suchen müssen und 3 Stunden lang andocken, sondern wir können es jetzt erstmal andocken und dann auch in der nächsten Versorgungsmission große Dockingports mitnehmen. Und die Idee wäre folgende: In der nächsten Versorgungsmission oder vielleicht hast du dann mal mit einen Ausflug, einen Ingenieur mitzunehmen. Und im Cockpit sind ja diese, wir haben ja Inventories, die haben 300 Liter Platz. Das testen wir unten mal, ob wir dann nicht einfach noch 2 Dockingports mitnehmen. Also für die anderen Raumstationen, um die dort anzubauen, wenn wir das erste Mal vorbeikommen und docken. Nur so als Idee. Okay, das machen wir jetzt erstmal zu. Wir wollen immer noch dorthin, das ist richtig. Dann fliegen wir doch mal dorthin. So. Dann können wir nämlich jetzt unser gescheitertes Docking-Manöver noch nachholen. Monopropellant haben wir noch relativ gut. Habe ich noch gar nichts von angerührt, wie es aussieht. Ja, genau, in die Viper natürlich. Habe ich Flugzeug gesagt? Wer wollte denn da? Niemand hat die Absicht, Flugzeug zu sagen. Gott, oh Gott, oh Gott. Wie konnte ich nur. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Dajin, vielen lieben Dank für dein Abo und dir auch weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken und ja, neues Initial-Abo. Also es gibt hier nicht nur Verlängerungen, sondern der ein oder andere von euch lässt sich sogar noch davon überzeugen, hier nochmal ein frisches Abo reinzuschmeißen. Vielen lieben Dank dafür. Kann das Ding auch gleiten landen? Nein, das ist tatsächlich nicht dafür gedacht. Also theoretisch kann es wahrscheinlich sogar gleiten. Landen nicht, es hat nämlich gar kein Fahrwerk. Es ist als ein reines Pendel-Shuttle gedacht, um zwischen den Raumstationen zu pendeln, also zwischen der Kerbin Space Station, der Moon Space Station und der Minmus Space Station und mit einer kleinen Crewkabine Personal zu verlegen, sodass ich mir dann eigentlich auf die lange Instanz überlegen kann, wie ich auf Minmus, auf dem Moon und auf Kerbin im Idealfall wieder landbare Gefährte habe, die hoch und runter fliegen, um Leute abzuliefern und Crew Rotation zu machen. Und dann einfach das Shuttle kommt und das Personal abholt, um es zu anderen Raumstationen zu bringen. Das war meine Überlegung. Also so ein bisschen öffentlicher Nahverkehr fürs Weltall. Wenn man versteht, was ich damit sagen möchte. Das ist mein Plan. Gut, jetzt machen wir hier mal huch, ein bisschen. Das wurde in der letzten Folge gebaut, zum Ende hin allerdings. Also, das hatte ich auf YouTube sind das die letzten 2,5 Stunden Folgen, da hatte ich dran rumgebastelt und es dann erstmal so in Betrieb genommen. Und dann haben wir festgestellt, dass das mit den Dockingports nicht funktioniert, weil ich habe hier diesen Ausklapp. Also Sinn ist, dass, oder ich möchte gerne mit diesem ausklappbaren Dockingport arbeiten in Zukunft. Das funktioniert jetzt natürlich noch nicht, weil die Raumstationen dafür nicht ausgerüstet sind. Gerade bei der hier hatte ich noch gar keine echten Dock, also ich hatte nur Junior Dockingports und keine vollwertigen. Das ist da das Problem. So. Warum dann die Flügelansätze? Das ist eine gute Frage und die Antwort ist ganz einfach, weil es cool aussieht. Das ist tatsächlich, diese kleinen Flügelchen sind eine Style over Substance Thematik. Das hat keinen, aber wirklich auch überhaupt keinen sinnvollen Einsatzzweck. Das ist nur dafür da, dass es cool aussieht. Das tut mir leid, aber das ist manchmal so. So. Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. So. So. Jetzt docken wir das mal an. Ups. Aufzudrehen. Genau, weil wegen Gangster und so. Das ist quasi wie ein Fuchsschwanz am Manta. Nur halt ohne Manta und ohne Fuchsschwanz. So, jetzt machen wir hier mal Schönes.
Schönes seitliches Docking. In der Hoffnung, dass ich nicht irgendwo gegen dengel. Doch, ich dengel da irgendwo gegen. Schnell, schnell, schnell. No scientist present. Ist mir egal, ist mir egal. Was ist jetzt schon wieder los? Och, der Strom ist schon alle gegangen, ne? Ja gut, dann werde ich jetzt wohl in dieses lustige Solarpanel hineindengeln. Oder ich bremse nochmal. Und warte, bis es hell wird. Okay, Docking-Manöver abgebrochen aufgrund von Stromverlust auf der Station. Kurzes Emergency-Manöver. So, wie lange ist das hier noch, bis es hell wird? Wenige Minuten. Hervorragend. Bang. So. Schön, dass sich alle davon überzeugen lassen haben, wieder zu arbeiten. Okay, ich muss dringend mal vielleicht ein Batteriemodul hier hochbringen. Ganz dringend. Ja, Nukular hatte ich damals noch nicht. Oder ich bringe einen Nukularreaktor hier hoch. Das ist auch eine Variante. Zack. Retract a Solar Panel. Retract a Solar Panel und Retract Solar Panel. So. Forschung läuft noch nicht wieder. Jetzt läuft auch die Forschung wieder. Agroponics laufen. Könnte man aber auch mal eine Pause einlegen eigentlich, oder? Stop Agroponics, das verbraucht dann auch nicht ganz so viel. Life Support läuft, das ist relativ wichtig. Und Habitation ist auch angeblieben. Okay. Ja, also wie gesagt, hier müssen wir mal eine bessere Stromversorgung oder eine bessere Stromspeicherung auf jeden Fall einplanen. So, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir docken unser Shuttle an. Laufen die eigentlich beide? Verrückt. Voll gut. Okay, nicht der geradeste Winkel, den ich jemals produziert habe, aber es ist ein Winkel. Und am Ende des Tages, ich brauche dafür, glaube ich, wirklich einen Counter, um mir das mal abzugewöhnen. Denke ich mal, dass das reichen wird für ein Docking-Manöver. Ja. Ah. Die wundervolle Eleganz des seitlichen Andockens. Sehr schön. Okay. Ich habe es ja eben noch gesagt, deshalb werde ich es jetzt nicht machen. Ja, Kralle andocken machen wir natürlich nicht. Nein. Wir könnten uns jetzt aber hier mal, einfach weil es geht, natürlich Liquid Fuel klauen. So wollte ich das nicht. Also eine kleine Betankung durchführen. Dann ist nämlich unser Shuttle mal wieder vorbereitet. So, jetzt muss der liebe gute Hastor aber per Fußbus umsteigen, weil wenn ich ihn Crew transferiere, wird er seinen kleinen Schraubenzieher kaputt machen. Das wollen wir alle nicht. Wo hatte ich Medic gefunden? Das war hier in dem Container drin, oder? Ich glaube da drin. Dann steige ich da nämlich einfach auch mit ein. So. Ich meine, der saß hier drin. Ja, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Gut, das haben wir. Ich glaube, zumindest dieses Solarpanel können wir relativ gefahrlos wieder ausfahren. Die anderen beiden würde ich wahrscheinlich durch den Rumpf des Shuttles rammen. Deshalb lasse ich die jetzt erstmal drin. Also würde ich nicht. Die würden vorher kaputt gehen, aber. Genau, wir sind jetzt 13 Einheiten Strom im Überschuss. Wir haben noch ein bisschen zusätzliche Stromversorgung dank unseres Fliegers. Und wir können hier mal das Licht anmachen, damit das alles auch ein bisschen hübsch aussieht. Und theoretisch sollte die Habitation sich jetzt. Oh Gott, hier ist alles Kraut und Rüben ist das hier. Kraut und Rüben, hier ist jeder ein bisschen anders drauf. Was ist denn hier auf der Station passiert? Also Supplies haben wir noch 196, wobei sich das langsam aufbaut, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, nicht mehr jetzt durch das Gefresse von dem zusätzlichen Piloten. Jebediah ist das alles egal, der scheint wohl einen Sonderstatus zu haben. Thomas Kerben hat ein Jahr und 23 Tage, bevor er homesick wird, hat aber dafür nur 409. Bei den anderen ist es andersrum. Ich weiß nicht, was hier schiefgegangen ist. Egal. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Zeit.
Sehr schön. Dann würde ich doch jetzt mal sagen, wir erledigen den nächsten Auftrag, nämlich Science Data from Surface of Minmus. Ich habe da gehört, jemand hat eine Basis dahin gebaut, mit der wir das ganz hervorragend erledigen können. Nee, ich wollte gar nicht Set as Target, ich wollte Focus View machen und Unset Target, bitte. So, dann muss ich doch nur noch unsere Basis. Oh, Basis im Minmus-Sonnenuntergang. Das wird wunderschön. Switch to. So, kurzer Moment, Leck hochfahren. Also doch ein Shuttle mit Cargo Bay bauen, wo noch ein Tank drin ist zum Volltanken. Nö, eigentlich nicht, weil das Shuttle kann theoretisch hin und zurück, glaube ich, drei oder viermal fliegen, bevor es tanken muss. Und an jeder Raumstation hängen noch Spritreserven dran. Ja, es ist noch Kamillentee, aber ich bin ganz kurz davor, wieder umzuschalten. Also es hat alles ganz gut geholfen. Bin tatsächlich auch 2 Tage jetzt schon schmerzmittelfrei und das scheint zu funktionieren. Also ich glaube, diese Zahnarzt-Eskapade habe ich erfolgreich überlebt. Kann mich jetzt also mental auf die nächste vorbereiten. Alles wird gut. Ich glaube, ich fahre den Rover mal ein bisschen zurück. Der macht mir ein bisschen zu intensives Licht. Und da können wir doch lieber den Kegel vergrößern für die Nacht jetzt mit der Beleuchtung. Aber dafür nicht ganz so intensiv, weil das ist alles fürchterlich überbelichtet. Ich kann hier nicht mal die Schrift auf den Dingern lesen. Gott, sind diese Scheinwerfer heftig. So, ich hoffe mal. Ich hoffe mal, dass das jetzt so eine Entfernung ist, wo das nicht alles völlig übertrieben beleuchtet wird. Wird's immer noch? Ja gut. Schauen wir mal, wie es wird, wenn es dann komplett dunkel ist. Strommäßig haben wir ja hier eine kleine Stromeinheit. Da müssen wir mal gucken, wie das funktioniert, wenn die Sonne dann weg ist. So, und der El Chupa hat ein Follow da gelassen. Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß beim Zugucken. Und natürlich willkommen bei den Kommandanten. Ich mache jetzt hier einfach mal einen Crew Report. Das ist ja so der einfachste Weg, Science zu erzeugen. Haha! Und dafür haben wir dann direkt 63.000 Funds, 3 Science-Punkte und 8 Reputationen bekommen. Wunderschöne Basis, das freut mich. Genau, und Volltanken bietet sich über der Minmus Base an. Das ist ja der Plan hinter der ganzen Sache. Hier läuft ja auch schon die Produktion. Also man sieht es hier so ein ganz kleines bisschen. Dadurch, dass das Minus hier vorne ist. Ich glaube, es ist dieser Tank. Genau. Hier ist schon ein bisschen, ach, ein bisschen ist gar nicht so wenig. 305 Liquid Fuel und 373 Oxidizer entstanden. Entschuldigt mich ganz kurz. Kennt ihr das, wenn man niesen muss, aber noch nicht sicher ist, ob es gleich losgeht? Alles gut, alles gut. So. Ach stimmt, ich habe sogar einen Atomreaktor mittlerweile hier. Alles ist gut. Ich habe, nee, Konvertotron habe ich. Wartet mal, habe ich einen Reaktor? Nee. Ja, also diese aufblasbaren Dinger kann ich nur empfehlen. Die sind echt schön klein und kompakt zu mitnehmen. Und wenn man die aufbläst, kann man wirklich viel drin speichern. Hier drüben wird auch Gypsum und Fertilizer gespeichert in der Herstellung. Hier drin auch leider, weil es nicht ganz. Ach doch, ich könnte es mal abknipsen, glaube ich. Kann man so zuknipsen? Ich weiß es nicht direkt. Ah, Nukular wollte ich natürlich sagen. Aber ich glaube, ich habe noch keinen Nukular-Reaktor. Ich habe aber hier diese Plutonium-Batterie, die sollte uns über den schlimmsten Teil der Nacht bringen. Das müssen wir jetzt mal rausfinden. Wir haben hier halt relativ viele Sachen laufen. Also das Konvertotron läuft, glaube ich. Genau. Das scheint aber stromtechnisch im Moment alles gut zu gehen. Ich befürchte mal, auf die Dauer wird das eventuell nachts zu Problemen führen. Was ist denn hinten los? Oh. Die Falcon 7, was auch immer ich da getrieben habe. Irgendwas, was nicht so richtig gut funktioniert hat. So, Erzabbau. Oh wow, ich scheine schneller umzuwandeln, als ich abbauen kann. Richtig? Oder nicht richtig? Wo habe ich denn Erz?
Null Einheiten. Warum habe ich null Einheiten Erz? Das macht mich auch traurig. Okay, der kommt scheinbar nicht hinterher. Dann würde ich jetzt den Generator mal eine Weile ausschalten. Weil gerade jetzt für die Nacht ist das ja auch gar nicht so schlecht. Dann sparen wir Strom und Hitze und geben ihm mal ein bisschen Zeit, Erz aufzubauen, weil scheinbar können wir das Erz sehr viel schneller umwandeln, als wir es herstellen können. Was? Atom? So, die beiden schwarzen Dinger gegenüber der Agroponics. Also hier ist einmal Nukular und das hier ist aber eine Produktionseinheit. Hier wird aus Gypsum Fertilizer gemacht. Hier ist noch eine Stromeinheit dran. Echt? Oh, ja, stimmt. Sogar noch ein zweites Powerpack. Na, das wird wohl reichen. Genug Plutonium. So, genau. Dann lassen wir das jetzt hier erstmal laufen. Wir haben genug Puffer. Wir können hier 38.000 Einheiten Erz drin speichern. Wir können hier 3.200 Einheiten Erz drin speichern. Ich mache mir wenig Sorgen, dass das funktioniert so. Und genau, jetzt können wir mal gucken, ob er hier den Erzvertrag wertet. Okay, vielleicht muss man die auch wirklich einfach... Er zählt nicht hoch. Vielleicht muss man... Weiß ich nicht. Einfach 1000 Einheiten Erz haben. Das können wir jetzt mal ausprobieren. Wir lassen das jetzt nachts einfach mal durchlaufen. Apropos nachts einfach mal durchlaufen. Wo ist die Sonne? Da. Ui, guck mal, wie die Raumstationen da vorbeigerast kommen. Voll cool. Ah, das zieht sich ganz schön mit dem Abbauen. So, und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn die Sonne untergeht. Ob er sich hält. Wird jetzt schon knapp. Also wir scheinen knapp negativ zu gehen. Ach, es geht aber. Ich gehe mal kurz aus dem Zeitraffer raus. Strom scheint nachts stabil zu sein auf unserer kleinen Station. Das sieht doch gut aus. Gut, wie das mit dem Vertrag genau ist, müssen wir nochmal gucken. Der hat ja nicht so einen zwingenden zeitlichen Rahmen, der uns irgendwie den Tag verderben würde. So, jetzt können wir uns überlegen, was wir als nächstes machen. Es gibt verschiedene Ansätze, die wir jetzt gehen können. Wir müssen ein paar Sachen bauen, damit unser gesamter Shuttle-Betrieb funktioniert. Also erstens, wir müssen so oder so Dinge mit hochbringen, um die Docking-Ports umzuklemmen. Dann benötigen wir ein Gefährt mit Tanks, was zwischen der Oberfläche von Minmus und der Minmus-Raumstation pendeln kann. Genau, der Konverter ist jetzt aus, aber ich lasse den jetzt nachts auch mal aus, um mal zu gucken, ob es reicht, wenn ich diese 1000 Units Ore einsammle, weil ich kann mit dem Konverter schneller umwandeln, als ich Erz abbauen kann. Im Moment zumindest, von daher ist es auch okay, das Ding auszulassen gerade. Genau, also wir können das Pendlergefährt für Minmus machen. Wir brauchen eine Erweiterung für die Minmus-Raumstation. Jojongs, vielen lieben Dank für dein Abo und auch dir weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Genau, also Erweiterung für die Minmus-Raumstation, damit wir dort oben andocken können und Treibstoff speichern. Landefähre Minmus, hatte ich schon gesagt. Dann das gleiche Spiel nochmal, also ein Pendelgefährt zwischen dem Mond und der Raumstation, wobei es da schwieriger wird wahrscheinlich, weil ich dort keinen Treibstoff herstelle. Da müssen wir mal gucken. Und dann wäre natürlich noch die Idee, ein Gefährt zu konzipieren, was zwischen der Kerbin-Raumstation und dem Kerbin Space Center hin und her pendeln kann, um dann hier zu landen. Also quasi, ich sag jetzt mal ein SSTO am Ende des Tages, ich weiß schon, was ihr sagen werdet. Also, was wollen wir machen? Wollen wir erstmal die Minmus-Spritschiene fertig bauen? Wollen wir ein Pendeltaxi für den Mond einrichten oder wollen wir erstmal den Pendler für Kerbin bauen, dass wir was haben, womit wir zur Kerbin-Raumstation hochkommen, ein bisschen Personal, ein bisschen Fracht potenziell mitnehmen können und dann aber auch wieder landen können auf dem Kerbin Space Center oder in der Nähe des Kerbin Space Centers zumindest.
Für den Mond ein Shuttle mit Nukular. Also das Shuttle, meinst du jetzt zum Hoch- und Runterfliegen? Weil das Shuttle, um rüber zu fliegen, haben wir schon. Pendler Kerbin, okay. Man könnte ja mal so ein Strawpoll machen, mein lieber Moderator. Du hast das doch total drauf.